fucking arms off. Was machen die da? Clem! Oh Gott, ich muss schnell wegrennen. Und jetzt sitze ich mal im Auto, als hätte ich einen Stock im Arsch. Beim Fahren. Weiter, 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 weiter. Was? Oh Gott. Jetzt waren nicht die Fragen wieder. Oh! Oh, Madam, das tut mir aber leid. Entschuldigung. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von L.A. Noir. Und ja, diese Folge gehen wir zum Obstmarkt. Lecker, schön gesund, ne? Und ich setze mal die Brille auf. Und ja, letzte Folge haben wir ja ein Verhör gehabt, wo wir oder ich jedenfalls nicht der Meinung bin, dass der Mann der Mörder war. Und ja, dann werden wir jetzt mal hier mit unserem Kollegen hier richtig so. Mach Platz für den Boss. Ich bin breiter als sein Schrank. Ist das klar? So. Was ist das hier? Alter, der rotiert aber gerade voll komisch. Wenn ich die Taste loslasse, dann dreht er sich immer noch. Das ist aber gerade mega komisch. Okay, komm, Kollege. Alter, was ist denn hier los? Okay, jetzt. Super. Ja, komm. Wir haben ja keine Zeit, weißt du? So, ach so. Ich sollte erst mal eintragen. So, Tatort haben wir noch und den Obstmarkt. Oh, Kollegen im Einsatz hier. Das ist... krass. Hoffentlich ist bei uns auch gleich hier Action, Alter. So, zum Ziel. Oh, scheiße! Nein! Ich habe zum Ziel springen gedrückt. Ich wollte doch Auto fahren. Mann, die Autofahrten sind immer eins der witzigsten Sachen in diesem Spiel, Alter. Mann, ey. Toll. Egal, wir können ja bestimmt gleich wieder fahren dann. Alles gut. Was war das? Okay, ich sehe nichts. Was war das? Ist eigentlich alles aufgeladen. Ja, was los hier? Jetzt kann ich mich bewegen? Alter, nein, die Rotation. Alter, sorry, ich muss nochmal umstellen. Heilige. Ist das gerade schlimm? Nicht wegen dem Schnellen, ja? Da hat man ja sonst schon manche oder viele auch Probleme, aber... ich muss auf langsam wieder gehen. Der rotiert ganz komisch. Das ist leider, ja, ist jetzt ein bisschen langsamer, aber kriegen wir schon hin. Ne? Guck mal, hier wieder. Nee, diesmal können wir nicht die Klappe öffnen. Es war bei schnell, wenn ich die Taste, wie gesagt, losgelassen habe, hat er sich immer noch gedreht. Das war ein zu komisches Gefühl. So. Jetzt ist er hier endlich auf. Ach, guck mal eine an. Oh, na guck mal eine an. Are you working Friday night? Hallo, das ist die Tatwaffe. Sie sind die Mörderin. Oh. Ich habe ihr Schritt getroffen, tut mir leid. So, was haben wir denn hier noch? Melone, Ananas. Ja. Erstmal die Tür. Erstmal als erstes zur Tür gehen und probieren, ob die aufgeht. Hallo, ist da ja? Ist da ja vor allem. Ist. Ah ja! Mann, Kollege. Schleicht sich immer an. Will mich immer erschrecken. Hinter mir. Die hat uns vorhin so angeguckt. Was ist mit ihr los? Ist irgendwas, Madam? So, ja, ich weiß, wir müssen zu dem Typi. Oder was sieht es? Nee. I got a callback for that Universal Chorus Line. Bauchrednerin, krass, Alter. Ey, das ist aber auch ein Talent, ne? Hey, maybe you got time to stand around, Copper. I don't. Wow. Was bist denn du für ein... ich sag's jetzt hier nicht, ne? You mind if I get on with this, buddy? Nee, darfst du nicht. Ich bin Polizei. Und wenn ich hier mit ihr, er lacht mich aus. Wenn ich hier schon stehe und ich hab hier irgendwas mit Fragen oder so, dann haben sie die, nee, nicht so zu lachen. So. Sir, I'm the... wait. You look familiar. Hey, from the bar, right? What brings you here? LAPD, Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney, what can I do for you? Did you happen to see a young woman last night,
21 years old, Hispanic. Sure, she came by last night. Why do you ask? Okay. Also wir haben schon mal aufgenommen, er ist ein ganz schön frecher Typ, ne? Also gar kein Respekt. Respektloser Affe ist das. Und für die Info, die es noch nicht wissen. Er ist 82 Jahre alt. Ne? So sehen sie auch aus. Arschloch. Tut mir leid. Eigentümer des Obstmarktes. Markante Halskette. Gucken wir mal so. Scheiße, es ist jetzt eine neue Aufnahmesession. Und ich, scheiße, wir haben so viele Beweise. Oh, Mist, ey. Ich bin jetzt gar nicht mehr, ja, wisst ihr schon, ne? Mehr richtig drinne gerade. Kacke. Hoffentlich schaffen wir's. Hey. Maybe you got time to stand around, Copper. Oh, halt doch einfach dein Sabbel, Junge. Könnte ich jetzt? She was wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeny? Hey, you're getting the wrong idea. Hab ich verstanden. Wir machen mal, erstmal beschuldigen, gucken, was er dazu sagt. We recovered some of Mrs. Maldonado's personal items from this area, Clem. The last item we found overlooked this place. I think you're lying, and if you want our help, you better come clean with us. You think I'm some kind of nut job? That I did something to her, me? What proof have you got? Ja, können wir nicht beweisen, soweit ich unsere Beweise auch schon noch im Kopf habe. Was weiß? Halskette. Ja, okay, ist Auto, wir wissen ja nicht, was er fährt. It's nothing personal. I'm just doing my job. You understand that? Wie er guckt einfach. Wie er einfach guckt. Aber ich glaube, seine letzte Aussage, er hat nicht drauf geachtet. Komm, nee, einfach weil er ein Arsch ist, auch wenn es falsch ist. Wir machen einen böser Kopf. Ist mir egal. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? Not much. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. Well, I don't want into trouble. I'm just trying to make a buck. Aha. Aha. Kollegin, schreiben wir uns gleich mal auf, ja? Ich habe eine sehr geile Schrift vor allem als Kopf. Verkauft unterm Tisch Alkohol. Verkauft. Du Scheiße. Unterm Tisch Alkohol. Oh, Kollege, ich glaube, ich muss auch schon wieder mal langsam wieder was trinken. Oh Gott, das sieht eher aus wie... Keine Ahnung, das ist einfach gar nichts. Das, sowas existiert gar nicht. Kontakt mit Opfer. Wie sieht's damit aus? The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Use the phone for a cab and then left. Nein, sie hat sich kein Taxi genommen. Du Arsch. You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Uh-huh. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. She had me back until last night. Sie merken schon, dass sie immer wieder ein bisschen lügen, ne? Sie... Ich sag's hier nicht, ne? Auf YouTube. Ich sag's nicht. Aber hier, ich unterstreiche es. So. Bewegungen des Opfers. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer the driver, but a car pulled up and she got into that. Okay, das stimmt. Aber warte mal, ihr Mann hat doch gesagt. Ihr Mann hat gesagt, er ist ihr gefolgt und da kam ein Auto. Also das ist die Aussage, die übereinstimmt jetzt, die des Mannes. Dass ein Auto sie abgeholt hat. Ich würde zwar gerne wieder böse sein, böser Cop, aber er hatte die Wahrheit gesagt. Bin ich der Meinung. Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. Ja, genau das war's. Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh.
Will ich Ihnen zeigen, wo Sie Ihre Rechte hinschieben können? Ja? Das mache ich jetzt lieber nicht. So, komm, Kollege. Gucken wir uns mal um. Okay, untersuchen ist anscheinend nur da, wo die Musik ja immer ist. Aber erstmal immer wieder, wir sind so verzweifelt, wir brauchen Nachrichten. Operator, Message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. 1247. How could I help, Detective? Are there any messages for me? I'm sorry, Detective. Thank you. Thank you. Ich bin so einsam. Keine Nachricht. Are you working Friday night? Was? So, wo ist denn die Musik jetzt zum Untersuchen? Hier wieder. So, was können wir denn hier untersuchen? Hier muss es ja irgendwas geben. Hinter der Theke? Können wir nichts? So langsam Drehung, ey. So, Kollege, wo können wir hin? In die Tür hier vielleicht diesmal. Können wir hier durch? Ja! Oh. Hallo. No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Oh ja, Jackpot. Und wir haben ja bei dem Mann des Opfers... haben wir auch genauso eine Kiste gefunden mit Alkoholflaschen drin. Also es bestätigt das nochmal alles. Kiste, hier, auch wieder eine Flasche. Alles klar, das ist strafbar, mein Freund, ne? Muss ich auch erstmal wieder dran gewöhnen, ey. Mit der Drehung und alles. So, hier passiert ja nichts. Aber... können wir irgendwas... ah! Ach, guck mal einer an. Ach, guck mal einer an, habe ich gesagt. Ich kann nichts. Ich kann keine Flasche nehmen. Okay. Nice. Aber ich sehe schon, hier ist was beleuchtet. Was ist das denn? Das ist ein Skalpell? Eiskalt? Scheiße, tut mir leid. Schubladen kann man nicht, aber hier. I cut someone who was already dead. It's a typical power thing. Once the stiff is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. Must have seen it during the war. Ein Skalpell. Warte mal. Skalpell. Chirurgisches Skalpell, voll mit Blut. Ja, das hat ja irgendwas zu bedeuten. Also der hat schon mal irgendwas, ja, der sieht nicht gut für ihn aus, würde ich mal sagen. Wir werden ihn nämlich auch gleich sofort verhaften. Und ein Löffel, das kann nicht wahr sein. Also den verhaften wir auf jeden Fall. Das ist auch Blut bestimmt. Noch irgendwas? Ein Stift? Noch ein Füller oder irgendwie sowas? Drück mal aus Versehen auf Pause, ey. Und da war noch eine Schatulle. Mann, tut mir leid, ich muss mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Ist wieder ein bisschen länger her, wo ich das gespielt habe. Ah ja, ich kann alles lesen. Okay, kann ich lesen. Sonst ist einfach zu dunkel, die Schrift. So, und hier haben wir noch was. Greife das Kästchen, um es aufzuheben. Ganz kurz, ich muss auch ganz kurz neu zentrieren. So. Da ist noch mehr Blut. Da ist noch mehr Blut. Haben wir ihn jetzt tatsächlich? Haben wir ihn jetzt? Guck mal, das Blut.
Dreh die Knöpfe des Kästchens, in dem du gedrückt hast, und deine Hand drehst. Das sind die Würfel, die wir gefunden haben. Am Tatort. Das hat doch was zu bedeuten. Das kann ja nur er sein dann. Es tut mir wirklich leid, dass ich manchmal auch Pause drücke aus Versehen. Bitte nehmt mir das nicht übel. Ich bemühe mich, dies nicht mehr zu tun. So oft es geht. So, wo haben wir denn das? Hier. 253. Krass. This thing needs a combination. Krass, ey. Damit haben wir ihn doch so mal. Jetzt sowieso schon mal. So, what are we hiding in here? Die Kette, Alter. Das ist doch bestimmt ihre Kette. Oder? Warum sagt er jetzt nichts dazu? This brute stall punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. Ach, Sir? Clem! Halt! Oh nein, Verfolgungsjagd, Leute. Schneid euch an! Los geht's! Oh! Oh, ich bin Profi in sowas. Wo ist der? Wo ist der lang, Kollege? Ah! Festhalten! Ah! Wo ist das Sackgesicht? Stehen bleiben! Verdammt! Kollege! Oh Gott! Vorwärts! Der fährt einfach durch die Fußgängerzone! Ist Achtung! Wo ist der? Och Mann! Fucking arms off. Was machen die da? Clem! Oh Gott! Ich muss schnell wegrennen! Und jetzt sitze ich mal im Auto, als hätte ich einen Stock im Arsch. Beim Fahren. So, jetzt aber. Komm, der ist viel zu schnell gewesen. Guck mal, jetzt zuckert der. Los! So, wo fährt er lang? Da! Der. Nein! Der fährt wirklich durch die Fußgängerzone. Aus dem Weg! Da! Ich seh ihn noch! Festhalten! Oh, Alter! Da ist er! Gut festhalten, Kollege, okay? Gut festhalten! Ah. Oh, Alter! Woo. Nice! Ja, Kollegen, haltet ihn auf! Haltet ihn! Ist der Mörder! Oh Gott. Wir haben ihn nicht. Nein! Weiter. Was? Oh Gott. What the fuck? Mein Spiel ist abgeschmiert. Oh, das ist komisch. Mein Spiel ist abgeschmiert. Scheiße. Nein! Ach nö. Jetzt aber nicht die Fragen wieder. Oh! Oh, Madam, das tut mir aber leid. Entschuldigung. Alter, was war das denn? Oh mein Gott. Das tut mir wirklich sehr leid. Ja, Leute, ich habe jetzt neu gestartet. Musste ich. Es ging gar nichts mehr. Und ich muss natürlich, ich habe hier wieder nochmal machen. Aber natürlich schneide ich das jetzt so weit. Dann weg, dass wir wieder da. Laber mir nicht dazwischen, Mörder. Ja, schneide es so ab, natürlich so weit, dass es da weitergeht, wo wir aufgehört haben, ne? Denn bis gleich. Bis gleich, Madame, ne? So, nächster Anlauf. Vorwärts! Aus dem Weg! So, jetzt sind wir direkt hinter ihm diesmal hier. Na also, läuft doch! Ah,
Mich kannst du nicht abhängen, ich bin Profi-Kopffahrer. Aus dem Weg! Ah, Alter, wir kleben ihm am Arsch. Oh, jetzt nicht mehr. Kacke. Ja, Kollegen! Ich hoffe, das stürzt sich wieder ab, das Spiel. Haltet ihn auf! Ja! Nein! Heilige Scheiße! Bleiben Sie stehen! Verdammt! Wir rammen ihn weg, Kollege! Wir rammen ihn! Nein! Achtung! Bezahlt der Start! Alles gut! Ach du Scheiße! Was? Der hat ihn überfahren! Aber er ist ein Geist! Was? Panda, ich sehe Geister! Oh! Was war das denn? Wegrammen! Ich hab ihn... Oh! Heilige Scheiße! Okay. Halt! Ah, da ist er wieder! Kein Ton, ihr Partner! Ja! You're a sick man, Clem. You need help. My arm. Outstanding job on this case, gentlemen. The poor woman can now rest in peace. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go unpunished. When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor, lads. I'll be sure to mention your names. Now, on your way. Danke, Sir. Ich wollte noch meinen Hut vor Ihnen ziehen, aber das Spiel hat es mir nicht erlaubt. Ach ja, nehmen wir uns gleich mal hier Alkoholkiste mit. Hier schön, ja. Gleich mal gönnen.